Hallo Welt, da sind wir wieder in Kinderkrippe Greentop. In Kinderkrippe Greentop, in der Siedlung Kinderkrippe Greentop. Kinderkrippe? Kindergrippe. Ist das eine Krankheit? Die Kinderkrippe? Sowas wie die Vogelgrippe vielleicht? Ich weiß nicht. Aber da sind wir. Und nachdem wir in der letzten Folge doch hier die Sachen hergestellt haben für unsere Siedler. Und nachdem ich eine Pause gemacht habe, ist mir eingefallen, hier fehlt ja noch etwas in der Siedlung. Seit wir nämlich den Voltec Workshop haben, bauen wir doch immer ganz gerne noch ein Verteidigungsteil auf in unseren Siedlungen. Einfach weil es schön aussieht und weil es reinpasst irgendwo. Und ich habe mir gedacht, das könnte doch optimal hier reinpassen. Einen Sicherheitsschalter, der uns was nochmal bringt? Zwei. Ja, das geht jetzt weniger um den Schutz, den er uns bringt, sondern vielmehr um das Aussehen geht es uns. Und wir haben irgendeine Krankheit, die sich ausbreitet. Wir könnten zum Arzt, das machen wir auch. Bevor wir unser Antibiotika anknabbern, das brauchen wir für unterwegs vielleicht besser. Pastor Arzt, hallo. Ich kann dich bei Bedarf zusammenflicken. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Versteht sich. Dann heil mich mal. Moment. Was haben wir eigentlich? Na, egal. Ja, wirf mal bitte einen Blick drauf, Doc. Dann beschreib mir mal deine Symptome. Doc wird es schon wissen. Gesundheit wiederherstellen. Ich bin ziemlich mitgenommen. Ach, da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Sollte das aber besser nähen, bevor es sich entzündet. Das hört sich gut an. Cooler Arzt. Ach, da gibt's Schlimmeres. Fertig. Und? Gibt's noch irgendwas anderes, was dich plagt? Aber wir nähen das mal eben. Nein, danke, wir sind fertig. Keine Beschwerden. Sonst nichts. Nein, wir sind fertig. Dann ab mit dir. Die passt gut hier in die Kinderkrippe Greentop. Moment, Moment, Moment. Sachen verteilen wollten wir und das tun wir dann jetzt auch. Und hier haben wir doch schon unser erstes... Ich glaube, ich hab was in deiner Größe. Objekt der Begierde. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Okay. Sie bekommt dann ein gepanzertes rotes Kleid von uns. Das haben wir ja in der letzten Folge verbessert, gepanzert und umbenannt auch. Das rote Kleid, das sie da hatte, das nehmen wir mal mit. Und leider sieht man es gar nicht, dass es gepanzert ist, aber wir wissen es ja jetzt. Hier Palettenkleid. Ich will nur ein bisschen handeln. Okay. Das Palettenkleid, das können wir auch tauschen. Wenn wir es haben, haben wir gar nicht. Ich erinnere mich auch gar nicht daran, dass wir das... Ah, das haben wir gar nicht. Das haben wir gar nicht gemacht. Okay, ja, dann müssen wir uns mal merken, dass sie das auch noch Hi. Bekommt. Möchtest du einen Drink haben? Tauschen wollen wir. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar doch. Einen gepanzerten Smoking soll sie dann auch bekommen. Kleidung und Smoking gepanzert für Kinderkrippe Greentop. Anziehen. Smoking her damit. Ja, wen haben wir sonst noch hier? Du hattest nichts, glaube ich, zu tun. Ah, noch eine Barkeeperin. Ja, wir brauchen noch einen Smoking. Oder nein, wir haben ja noch was anderes für sie. Hey. Du siehst aus, als könntest du einen Drink vertragen. Nein, sie hat nicht ey gesagt, sie hat hey gesagt. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Na klar. Unterhemd und Jeans können wir leider nicht verbessern, aber das müssten wir dabei haben. Für sie eine Kochmütze schon mal. Und Unterhemd und Jeans anziehen und die Mütze bitte auch. Wunderbar, so passt das doch. Das schmeckt köstlich. Wer schubst? Ja, was machst du denn hier? Ah ja, gepanzertes... Entschuldigung. Blaues... Willst du was kaufen? ...Kleid. Handeln wir. Schieß los. Sauberes blaues Kleid, gepanzert. Bitteschön. Perfekt. Sie hat da nichts zu tun, sie hat da nichts zu tun und
Er bekommt gleich mal eine Armeeuniform von uns. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar doch. Und wenn wir schon mal dabei sind, ja, Moment mal. Die Kampfrüstungsteile, die kann er uns geben. Und dafür kleiden wir ihn jetzt komplett neu ein mit Kampfrüstungsteilen. Da bekommt er die bestens verbesserten. Da haben wir doch schon was. Da geht's los. Okay, hier haben wir also den Harnisch. Oh, was ist das? Rechtes Bein. Harnisch. Linker Arm. Und rechter Arm, hoffe ich. Nein, zweimal linker Arm. Linkes Bein. Linkes Bein nochmal. Und rechter Arm, genau. Ein Teil kann er uns dann gleich wieder zurückgeben. Einen Helm gibt es leider nicht. Die sind schwer zu finden. Genau, das nehmen wir wieder mit. Welches ist besser? Er bekommt das bessere und das obere. Ja. Und ist er zufrieden damit? Ich denke schon. Sportkleidung hat er. Ist das nicht diese? Nein. Nein, nein, das ist die Sommerkleidung, die ich da meine. Eine schmutzige Armeeuniform. Aber was will er denn damit? Was will er überhaupt mit drei Kleidungsteilen? Naja, vielleicht möchte er ab und zu mal wechseln. So sieht das doch schon besser aus, wie du rumläufst. Und du versteckst dich hier so? Verstehe. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Schieß los. Flanellhemd und Jeans bekommt sie als Farmerin. Ach, das ist ja schön, dass ihr alle gerade hier seid. Okay, eigentlich machen wir das nicht so gerne, aber sie kommt jetzt erstmal hier als Wache Chief, Oberchief Commander hin. Rücken tut weh, meine Füße tun weh, alles tut weh. Naja, vielleicht hast du dir den total falschen Job ausgesucht. Klar. Und da müssen wir jetzt aufpassen und nicht die besten Sachen abgeben, denn das soll dann die Oberchief Commander Frau bekommen. Aber er bekommt definitiv hier schon mal die Armeeuniform gepanzert. So. Naja, und daneben diese Harnische und was wir da so haben. Harnisch. Der ist sogar ziemlich gut. Das ist dann rechter Arm. Linker Arm. Linkes Bein vielleicht? Ja. Nochmal linkes Bein. Auch eigentlich ist es ja egal, ob das jetzt die guten oder die schlechten Sachen sind, die wir da verteilen. Verteilen werden wir sowieso alles. Rechtes Bein brauchen wir, glaube ich, noch. Ja, und dann gucken wir mal, ob du zufrieden bist damit. Wo ist die Armeeuniform? Ach, die hast du schon an. Die trägst du schon gut. Ja, immer schön mit Tee. Ausrüstung abnehmen? Nein. Ausrüstung abnehmen steht da. Aber Tee ist doch das Richtige. Ja, das sieht jetzt nicht so perfekt aus. Gucken wir mal lieber, dass wir hier die Chefin von euch finden. Sie ist es nicht. Dann bekommt sie doch erstmal die guten Sachen von uns. Sie ist das. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Na klar. Ja, leider gibt es ja nur Armee- und Militäruniformen bisher. Habe ich noch nichts anderes gefunden. Aber vielleicht irgendwann mal stecken wir sie vielleicht in eine Powerrüstung rein. Also alle Chefs oder so. Und gepanzerte Armeeuniform erstmal. Und jetzt
bekommt sie die besten Teile, die wir ihr geben können. Hier den Harnisch mit Schadensresistenz 42. Das ist gut. Ist das beides? Linker Arm? Ja, es sieht so aus. Also 16 wäre besser. Dann bekommt sie das. Und linkes Bein. 19 haben wir hier im Angebot. Und da haben wir sogar noch einen besseren rechten Arm. Wo war das hier? 19, das bekommt sie dann. Und dann darf sie das auch gleich alles tragen. Da fehlt doch was. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal saubere Fingernägel hatte. Handeln wir. Okay. Du hast noch kein rechtes Bein. Also das rechte Bein. Das Rüstungsteil für das rechte Bein, das fehlt dir noch, meine Gutste. Ja, was Besseres haben wir da gerade nicht, aber passt schon. Alles ist gut. Nicht zugewiesen. Ja, da gucken wir nachher mal, wenn wir die Kleidung soweit verteilt haben, wo wir die Leute dann noch zuweisen. Ehrlicher als Landwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Ich sehe schon, das gefällt dir hier richtig gut. Also du bekommst erstmal ein Flanellhemd und Jeans, obwohl du ein Versorgergesicht hast. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Schieß los! Flanellhemd und Jeans sollst du haben. Hey, ihr habt viel zu viele Farmer hier. Nicht Farmer, Farmer meine ich. Hey, was hast denn du für ein Gesicht? Was? Ach so. Nee, schon gut. Ich wollte nur gucken, wie du aussiehst, gerade mal. Na gut, wenn du unbedingt... Ich will nur ein bisschen handeln. Klar. Wenn du unbedingt hier arbeiten möchtest, dann darfst du das auch gerne. Aber bitte mit der richtigen Uniform bzw. Kleidung hier. Dankeschön. Wache. Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Na klar. Na klar, sehr schön. Schwupp. Harnisch. Linker Arm, ja. Linkes Bein. Rechter Arm. Und rechtes Bein. Wenn wir alles so, wenn alles richtig sortiert war, dann klappt das, jawohl. Bessere Waffen wären noch schön. Du möchtest was anderes machen, das sehe ich sofort. Wir haben für dich nachher einen anderen Job noch. Ach, du warst das, Curie? Was ist denn mit dir hier? Keinen Job hast du gerade. Du siehst auch nicht so glücklich aus. Ja, was können wir denn mit dir noch machen? Verzeihung, was können wir mit dir noch machen? OP. Und du kommst nachts dran. OP-Stuhl, wo können wir den denn hinbringen? Ja, das ist jetzt zwar auch ein bisschen sinnfrei, wenn wir das alles so verstreut hier aufbauen,
Da muss man ja immer so weit laufen, wenn man irgendwas machen möchte. Aber ich finde so, dieser OP-Stuhl, der könnte vielleicht doch woanders hin. Genau, der Phoropter auch vielleicht. Ja, ich sage gerade... Ach so, ja doch, hier ist die Energie. Ich wollte gerade sagen, das wäre doch ein schöner Platz. Schön ruhig hier. Für einen OP-Stuhl. Super. Ah, das sind jetzt so die Dinge, die wir selten aufgebaut haben. Hoffentlich finden wir sie. Hier ist der OP-Stuhl. Ach, der braucht ja gar keine Energie. Da steht sie aber ziemlich alleine hier. Komm, dann bauen wir hier nochmal eine Krankenstation auf. Eine chirurgische Klinik. Die anderen lohnen sich ja gar nicht so richtig. Oh nein. Also die kleineren Krankenstationen, die bringen nicht so viele Moralpunkte. Das würde mir hier zwar schon gut gefallen, aber wie man sieht, passt das nicht so ganz. Na, da haben wir auch was gebaut hier mit den... Mit diesem Pfosten, die da durchgucken. Warum passt das denn hier nicht so richtig? Wo ist hier mein Denkfehler? Denn ich meine, normalerweise müsste das hier reinpassen. Ja, es ist so grün, aber wollen wir das schräg stehen haben? Ach Gottchen, komm schon! Nein, hier oben ist gar kein Platz dafür. Also ich finde ja, es sollte hier reinpassen. Optisch sieht es so aus, als würde es reinpassen. Nur so freistehend, warum das denn? Schön gerade, ja. Oh, das geht doch. Ja, da kommen sie von beiden Seiten ran. Und dann gucken wir mal, ob wir sie wiederfinden, unsere Ärztin. Hallo. Hallo. Du siehst mir aus, als würdest du gerne am OP-Stuhl arbeiten. Naja, sie sieht eher so aus, als wäre sie richtig zufrieden hier mit ihrer Landarbeit, Landwirtschaft. Wir sollten eigentlich nur Ghule zu Ärzten machen. Die sind so alt, die wissen doch so viel wahrscheinlich. Bist das du? Wolltest du Ärztin werden noch? Na, jetzt haben wir sie. Das hat dann wohl nicht so ganz gut geklappt. Dabei sah sie so glücklich aus. Tja, sieht doch richtig glücklich aus, oder?
dauert vielleicht etwas, bis sie das so angenommen hat. Boah, sie muss erstmal warm werden wahrscheinlich. Und du hier? Ich sehe schon. Hätten wir einen Vorrat an sauberem Wasser, wäre alles ziemlich gut. Handeln wir. Na klar doch. Flanellhemd und Jeans. Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest mich dich mal untersuchen. Okay, das hat sie mitbekommen. Sie ist also Ärztin, nur noch nicht richtig gekleidet. Und wem fehlt denn hier noch die richtige Bekleidung? Ja, die Ärzte sollte man entweder dann nachts... Hallo. Auf der Suche nach einem neuen Gesicht? Sollte man sich entweder nachts suchen, oder... Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar. Oder vorher umkleiden, aber jetzt haben wir sie hier, Laborkittel. Ich würde ihr auch ganz gerne etwas anderes geben. Zum Beispiel hatten wir ja mal dran gedacht, schön sauber, hatten wir ja mal dran gedacht, den Leuten am OP-Stuhl diese Gesichtsmasken, diese chirurgischen Masken zu geben. Warum fehlt hier eigentlich was? Das ist doch so nicht richtig. Da kann man ja runterfallen. Total gefährlich hier. Und was fehlt? Das ist der Verrobter. Ich wusste es. Wir haben hier irgendwo einen Eingang. Ja, warum auch immer eine augenärztliche Untersuchung für die Soldaten bei uns, für die Wachen bei uns. Ich weiß nicht warum, vielleicht, keine Ahnung, ist es schon lange so. Und daher kommt der Verrobter hier rein, zu der Wache unten. Ich kann einfach nicht verlieren. Und da brauchen wir natürlich noch etwas, liebe Welt da draußen. Energie hier drin. Aber unten brauchen wir sowieso auch noch Energie, also können wir das jetzt gleich mal alles machen. Alles schön mit Energie verbinden. Moment, von wo können wir Energie nehmen? Vielleicht von da. So, Energie nach unten. Arbeitslicht nach hier oben. Energie auch nach hier oben. Schwupp. Und damit das schön aussieht, mit dem Kabel, einigermaßen, naja, Kabel sind Kabel. Einigermaßen in die Mitte. Der Verrobter steht hoffentlich hier schön in, nein, der steht nicht so ganz in der Mitte. Ach, das geht schon. Das ist ja ein OP-Stuhl und kein Verrobter. Gut, dass mir das noch aufgefallen ist. Sonst hätte ich mich aber gewundert, gerade Frisierstuhl, OP-Stuhl, wo ist denn der Verrobter? Ich dachte, das wäre der Verrobter. Na gut, dann bekommen wir hier eben noch einen OP-Stuhl rein nachher. Verrobter, 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 wo kann er denn sein? Na, bei den Tischen eigentlich nicht, unter Sonstiges eventuell, aber ungünstiger Platz hier, oder? Für einen Verrobter, ja. Ressourcen, ach hier, Volt, Voltteile, genau, Verrobter.
Ranscrollen geht nicht. Warum nicht? Ah, jetzt geht's. Ja, vielleicht, wenn sie schießen wollen, dann wäre es ganz gut, wenn sie was sehen. Vielleicht deswegen. Bringen wir den Verrobter immer ganz gerne in Verbindung mit den Wachen. Hey, 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 keine Energie hier. Erstmal wohl nicht. Wie kommt's? Hier in einem kleinen Haus ist gar keine Energie. Da sind wir einfach so dran vorbeigegangen. Das gibt's ja nicht. Gar keine Energie hier drin. Hey, was machst denn du hier? Ich will nur ein bisschen handeln. Das ist keine typische Wachenstimme. Also, wenn uns so eine Wache sagt, komm mal hierher, dann weiß ich nicht, meint er das ernst oder ist es vielleicht ein Scherz? Robuste Kampfrüstung. Da haben wir was Schöneres für dich. Na komm, du bekommst mal so einen Harnisch. Linker Arm, linkes Bein, rechter Arm und nochmal rechter Arm. Oh, kein rechtes Bein mehr. So, dann erstmal. Und wie war das mit der Armeeuniform? Die hast du schon, ja? Vorher hattest du dieses Red Hirschleder Outfit oder Unterhemd und Jeans. Nehmen wir dir mal weg. Und die Armeeuniform auch. Die Strickmütze. Ja, gut, jetzt hast du sie einmal auf. Könnte das zu einem Leistenbruch führen? Also, an den Mützen haben wir bis jetzt noch nicht. Oder an der Kopfbedeckung oder Bekleidung im Allgemeinen haben wir bis jetzt noch nie so viel geändert. Aber hier wollten wir was anderes machen und das rechte Bein von ihm fehlt noch. Ja komm, dann machen wir das zuerst, sonst vergessen wir das. Wir werden ja schon dran denken, dass wir da Energie reinbekommen wollen. Kampfrüstung, rechtes Bein, aber da haben wir auch was Verbessertes schon. Das müsste unten dann also sein. Das hier zum Beispiel. Rechtes Bein. Polymer verstärkt, sehr schön. Du, verbessern wir. Gleich verkleidet bitte. Ja, und das können wir uns jetzt eigentlich schenken. Polymer verstärkt, das braucht. Och, so viel braucht das gar nicht. So teuer ist das gar nicht. Ach, Kleber immer. Ja, Kleber ist ja manchmal Mangelware bei uns gewesen. Ich dachte, da müssten wir auch ballistische Faser für haben. Na, ist er denn jetzt noch da? Ja, der steht noch da. Er wartet. Hast du dich versteckt? Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Ja, jetzt ist er schon etwas mutiger. Er weiß, er bekommt was Gutes von uns. Also kein Quatsch. Nur gute Dinge hier. Rechtes Bein. Sehr schön. Passt sogar. Passt wie angegossen. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Und wir beziehen von hier erstmal Energie, denke ich. An den Verrobter hätten wir schon gedacht. Wir hätten schon gesehen, da steht einer, aber der ist noch nicht mit Energie verbunden. Da leuchtet oben noch nichts. So, da rein, hier raus, ja. Da oben. Ja gut. Das passt. Und Licht bekommt ihr hier in eurem Wachtürmchen. Licht. Ah,
Das ist doch schön. Halt. Warum habe ich den Eindruck, dass wir heute so schnell sind irgendwie? Ja, manchmal meint man das nur so. Ja, nur damit das hier schöner aussieht, das gibt sowieso wieder so eine Wäscheleine, wie ich immer sage. Also, es hängt sowieso, flattert hier irgendwo rum, das Kabel. Aber damit es schön aussieht, schwupp. Machen wir das mal so hier. So, damit haben wir noch lange kein Licht hier, aber sobald wir das jetzt außen hier verbunden haben, sobald wir das gefunden haben, und verbunden haben, jetzt gibt es auch Licht. Und jetzt hat der Verrobte auch Saft. Saftiger Verrobter für die Augen zum Untersuchen. Da oben. Muss nur noch einer zugewiesen werden. Das, denke ich, wird aber nicht so schwierig, da wir ja einige Siedler hier rumlaufen haben, die noch nichts zu tun haben. Die müssen wir nur erstmal finden, natürlich. Meistens sind sie hier am Getränkeautomaten. In letzter Zeit waren sie oft hier. Ja, das sieht sie doch schon richtig glücklich aus jetzt. Als Oberchief Commander an ihrem Schreibtisch. Schreibtischtäter. Und was leuchtet hier eigentlich, habe ich gerade gesehen. Ach so, es wird dunkel und abends gehen die Lichter an hier. Interessant. Du hast schon was zu tun. Ja, du bekommst bald eine Kollegin noch. Denn wir haben hier aus Versehen einen zweiten OP-Tisch noch gebaut. Den werden wir auch irgendwo hinstellen. Das ist ein Eimer. Das schmeckt köstlich. Ja gut, wenn alle jetzt Feierabend haben, dann könnten wir die Arztsachen noch verteilen vielleicht. Und einen weiteren OP-Stuhl können wir doch hier irgendwo reinbauen. Hier ist doch auch. Wieso haben wir das hier eigentlich nie benutzt? Ach so, das sieht alles mehr so nach Kochküche aus. Hier kann man aber schön durchschießen auch. Ja, Kochküche, Moment mal. Kochküche hier, ja, das wäre so ein OP-Stuhl hier direkt neben dem WC. Ist da ein bisschen unhygienisch, oder? Wir können hier ein sauberes dahinstellen. Nein, das macht das Bild zu sehr kaputt. Die Stimmung. OP-Stuhl! Ja, da zeigt uns doch mal einer den OP-Stuhl jetzt. Dann nehmen wir erstmal diesen hier. Aber so viele Siedler haben wir nun auch wieder nicht hier. Was fehlt denn noch? Ein weiterer Spielautomat, ne? Die sind ja schon ziemlich begeistert hiervon, oder? Das schmeckt köstlich. Köstlich schmeckt das. Das freut mich immer zu hören. Hier vielleicht auch noch zwei Automaten hin? Oder drei, damit es auch echt aussieht hier. Oh, das passt ja mal richtig gut hier. Und du hast Feierabend? Lass uns ein paar Sachen tauschen. Jawohl. Schieß los. Sie hat Feierabend, unsere Ärztin. Laborkittel gepanzert. Das Pastorengewand nehmen wir dann. Eine neue Wasserpumpe würde schon helfen. Die neue Wasserpumpe, ja, ich verstehe. Wasser, wo habt ihr denn Wasser? 21, ja, tatsächlich, ihr habt ein bisschen wenig Wasser hier. Habe ich schon mal gesagt, ihr bräuchtet ein bisschen mehr Wasser hier. Hier sind noch zwei Wasserpumpen eingelagert.
So, eine Wasserpumpe bekommt hier sofort mal die Wache hier vorne. Na, hier drin sind schon Wasserpumpen. Die Wache hier möchte vielleicht auch eine Wasserpumpe, aber die stellen wir lieber hier so ein bisschen geschützt runter. Ja, das fließt nach unten, das Wasser, also so rum. Kann es den kleinen Berg runterlaufen. Ja, unsere Karawanen, wenn sie zu Besuch kommen, wollen ihre Brahmine dann vielleicht auch etwas waschen oder füttern oder tränken. Passt schon. Und natürlich kommt noch Wasser nach oben. Ja, wir könnten auch wieder die lauten, die strombetriebenen Wasserpumpen hier irgendwo aufbauen, aber na, wir bleiben erstmal jetzt bei diesen. Das reicht ja für diese Siedlung. Guck an. Wir haben keinen Laborkittel mehr für dich, ich oder? Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar. Laborkittel. Ich habe gerade keinen gesehen, meine ich. Militäruniform haben wir noch. Mechanikeranzug. Da könnten wir noch eine weitere Friseurin hier herholen. Militäruniform und das war's. Die beiden haben wir nur noch. Laborkittel haben wir noch 4, aber noch nicht verbessert. Das machen wir doch sofort mal. Longfellows Hütte wird angegriffen. Ja, aber nicht mit uns jetzt. Das ist ein bisschen weit weg. Palettenkleid wollten wir ja sowieso auch noch verbessert haben. Eins wenigstens. Das Pastorengewand können wir auch noch verbessern. Och ja, aber das muss jetzt nicht unbedingt sein. Vielleicht dann lieber einen Mechanikeranzug. Ja, ich glaube, der ist auch noch nicht verbessert, den sie hier anhat. Laborkittel, darum ging es doch jetzt. Was ist da gerade passiert? Oh nein! Ihr werdet doch wohl nicht. Ja, ich drück doch hier unten drauf. Das ist doch unten ausgewählt. Das passiert immer wieder. Dabei ist das sowieso alles so teuer. Naja. Schauen wir mal. Also, Laborkittel umbenennen in 02 Kinderkrippe Greentop. Laborkittel gepanzert. So. Und noch einmal umbenennen 02 Greentop und gepanzert. 2 nur. Ich dachte, wir hätten 3 gemacht. Kinderkrippe Greentop. Gepanzert. Achso, Mech. Anzug. Gepanzert. Und das Palettenkleid, Kinderkrippe Greentop und Palettenkleid gepanzert.
gepanzert. Ja, schön. Wenn wir etwas übersehen haben, dann können wir das ja nachher dann immer noch umbenennen. Ich überlege, ob wir das Pastokengewand, ob wir das nicht lieber den Ärzten anziehen sollen, aber... Ach, Theologen sind ja nicht gleich unbedingt Ärzte. Nur weil sie das Wort Gottes verbreiten vielleicht. Oder sich sowieso damit befassen. Ach, ich glaube, so haben wir das schon ganz gut gemacht. Am nächsten Tag werden wir das verteilen. Was man alles mit nur zwei Enden tun kann. Ja, wirklich, Curie. Ich bin auch immer wieder überrascht, was meine beiden Hände können. Besonders die rechte. Oh, Moment. Die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Die linke allerdings auch. Die ist auch ganz schön... Die ist hochmodern. Die kennt schon die ganzen neuen Upgrades und Updates hat sie schon. Es ist mir doch egal. Es ist Nacht. Es ist mir doch egal, wer hier angegriffen hat. Warum lasst ihr uns nicht rein? Sie haben den... Ah, ich sehe schon. Habt ihr euch den Versorger geschnappt? Ah, der scheint hier sehr beliebt zu sein bei euch. Ja? In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Das ist auch gut. Und da wir da drüben nicht reinkommen, stellen wir uns hier ein Bettchen rein. Das erinnert mich irgendwie immer wieder, ich kann mir nicht helfen, an ein Krankenbett. Und da wir dort hier den OP-Stuhl haben und hier gleich das WC, Krankenbetten sind meistens irgendwo in der Umgebung, um WCs anzutreffen. So war es zumindest zuletzt, als ich im Krankenhaus war. Irgendwo in der Nähe war immer irgendwo ein WC. Ja, und deswegen stellen wir eins mal hier hin. Und am nächsten Tag... Moment mal. Abbrechen, und zwar sofort. Es tut mir leid, Curie. Haben wir nicht gerade Laborkittel oder was verbessert? Du suchst hoffentlich keinen Ärger. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich weiß auch für wen. Sogar... Ja? Ja. Ich glaube aber nicht, dass sie da ist, oder? Nein, sie ist weg. Der Sache hier hat sich aber jemand angenommen, oder? Ja. Das funktioniert ebenfalls und hier können wir auch noch mal so ein Krankenbett reinstellen. Ergibt das Sinn? Naja, man kommt schon ran. Passt schon. Du bist gar nicht zugewiesen. Und da habe ich gerade schon jemanden gesehen. Jemanden gesehen, den wir suchen. Der steht jetzt gerade hier rum. Können wir ein paar Sachen tauschen? Okay. Laborkittel, ganz genau, das sollte sie bekommen. Und dann ist das auch schon mal gut. Wo ist die Frau in dem Mechanikeranzug? Unsere Friseurin hier? Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar doch.
Der grüne Mechanikeranzug, ich glaube, der würde gut zu den OP-Stuhlfrauen passen. Fällt mir gerade mal auf. Was? Nichts. Ich suche noch wen. Ja, sie ist hier noch nicht angekommen. Aber die OP-Stuhlfrau können wir auch am nächsten Tag bekleiden. Ach, hier. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Sicher. Ja, das können wir ja später mal machen, wenn wir wirklich auf den Trichter kommen. Besser wär's. Denn sonst rennen wir ihr immer hinterher und dann sind wir nachher enttäuscht, dass sie uns gar nicht heilen kann, sondern nur unser Gesicht verändern kann. Was heißt denn hier nur? Das Licht wollte ich ausschalten. So. Ja? Schon gut. Nichts. Ja, Entschuldigung. Wir sind lange genug, glaube ich, jetzt auch in dieser Siedlung hier. Och, 7 Stunden Schlaf, das sollte erstmal reichen. Wir haben ja vorhin schon ein Stündchen geschlafen. Ich fühle mich wunderbar erholt. Oh, Curry, das freut mich. Jetzt sollten alle korrekt bekleidet sein, wenn neue Siedler hierher kommen. Dann werden wir mit Sicherheit auch noch für die irgendwelche Aufgaben hier finden. Moment. Nein, es sind noch nicht alle korrekt bekleidet. Sie ist richtig bekleidet. Sie ist richtig bekleidet. Und du? Ich glaube, du bist auch richtig bekleidet. Ich hoffe, es ist gepanzert, was du da trägst. Leider kann man es nicht sehen. Das würde ich schon sehr interessant finden, wenn man das sehen könnte. Moment, hier kommen wir nur nach da drüben, was mich stört. Es ist doch, dass wir hier mal rüberspringen müssen an der Ecke. Ah, jetzt kommen wir vorbei hier. Okay. Ja, genau. Wer fehlt? Oben die Gutste fehlt. Die Artillerieteilfrau. Da gehen wir jetzt mal gucken. Passt perfekt. Oh, Artillerieteilfrau. Ich will nur ein bisschen handeln. Okay. Das ist aber laut bei dir hier. Oh, wenn man hier den ganzen Tag arbeitet. Oh nein. Ach, das Palettenkleid können wir auch noch abgeben. Na gut. Haben wir den Mechanikeranzug nicht erst abgegeben gerade? Unterhemd und Jeans, oh gut. Ja, ansonsten sehe ich gerade, du brauchst ja auch noch Rüstungsteile hier. Das ist ja auch nicht alles so richtig. Das hast du dir selber geschnappt hier, was? Chamäleon abgedunkelt, Kampfrüstung. Bleiverkleidet abgedunkelt, nein. Gedämpft, verstärkt, nein. Robust. Kampfrüstung, linker Arm, nein. Und verstärkt, Kampfrüstung, nein.
Guck mal, wir haben bessere Sachen für dich hier. Bekommst du erstmal einen schönen Harnisch? Einen guten, hier den 32er. Dann linker Arm, linkes Bein, rechter Arm und ja, rechtes Bein. Haben wir gar nicht. Oh, nur das, das du vorher hattest. Ach komm, so viel Zeit muss sein. Wir können ja hier runterspringen, oder? Der Hammer. Oh. Ja, so gerade eben. Wir müssen raus aus der Rücklung, wollte ich sagen. Aus der Siedlung. Es ruckelt hier so stark schon. Wir haben zu viel gebaut und alles. Und haben wir es jetzt? Ja, jetzt haben wir es. Ja? Ja. Entschuldigung. Du siehst wie jemand aus, der eine neue Frisur gebrauchen könnte. Mag schon sein. Tauschen wir erstmal. Hey, was gibt's Neues? Was gibt es hier denn an Neuigkeiten? Da fällt mir irgendwie nichts ein. Aha, das war ja jetzt kurz. Willst du einen neuen Haarschnitt? Hey, was gibt's Neues? Was gibt es hier denn an Neuigkeiten? Nichts. Wirklich. Ziemlich ruhig. Neuer Style gefällig? Tauschen wir? Können wir ein paar Sachen tauschen? Na klar doch. Curie. Sie bekommt nur ein schönes neues Kleid. Ich glaube, Curie ist etwas eifersüchtig jetzt, weil wir die ganze Zeit hier Sachen verteilen. Und Curie bekommt gar nichts von uns. Ach ja, dann hängen wir den einen Anzug eben in den Schrank, in den Spind. Wenn wir später noch eine Friseurin hier mal einstellen, dann haben wir gleich auch schon die Kleidung für sie. Richtig, das Palettenkleid. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar. Dann ist das auch gut so. Rauf zur Artillerieteilfrau. Wieder können wir nicht von hier unten? Nein, können wir nicht. Wir müssen schon durchs Haus gehen. Ja, wir könnten ganz außen rum gehen. Da bist du ja schon. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Schieß los. Rechtes Bein braucht sie nur noch. Das Kampfrüstungsteil, das ist nicht das Richtige. Hey. Wir haben doch was verbessert vorhin. Ach, wir haben ja das gar nicht abgenommen, das rechte Teil. Rechtes Bein, nach da hat sie ihr Chamäleon teilen und nun soll sie das ruhig behalten. Mal was anderes, oder?
Okay, dann sind wir doch fertig. Sie bekommt noch etwas Schönes von uns geschenkt hier. Wow, mit der Lautstärke, das geht aber mal gar nicht in dieser Siedlung. Nämlich ihren persönlichen Spielautomaten. So, da kann sie spielen. Ich weiß, was hier reinpasst. Noch ein Spielautomat. Passt schon. Ja, schön. Liebe Welt da draußen, wir sind mit dieser Siedlung fast durch. Irgendetwas hat angegriffen, das suchen wir jetzt nochmal. Das wurde aber schnell abgewehrt. Vielleicht war es nur eine Red Kakerlake. Ja, aber eigentlich sind wir durch mit der Sendung, mit der Folge. Ach so, ja, das Zauberwort. Was nehmen wir denn da? Was meint ihr? Rüstung? Ich glaube ja. Das heutige Zauberwort heißt Rüstung. Schreibt es ruhig in die Kommentare. Dann freue ich mich. Ja, danke. Worauf habt ihr denn gerade geschossen? Es hat sich auch angehört, als wäre es hier drin gewesen. Despawned dürfte es noch lange nicht sein. Wilder Mais. Oh ja, du hast ja recht. Also wilder Mais dürfte das auch nicht sein. Ich tippe mal eher drauf, dass es so etwas wie etwas Fliegendes war. Oder eine Kakerlake eben. Irgendwas Kleines müsste das gewesen sein. Also ich sehe es gerade nicht. Eine Richtung, eine Seite haben wir uns noch nicht angeguckt hier von unserer Siedlung. Da gehen wir jetzt mal gucken hier. Ach, hier ist auch nichts. Ja, aber da hier die ganzen anderen Kadaver noch rumliegen, hier zum Beispiel, ja, müsste das noch da sein. Also aufgelöst hat es sich noch lange nicht. Wie ich gerade schon sagte. Moment, ganz einfach, wir können das doch nachvollziehen. Warum können wir nicht mal einzoomen jetzt? Ah, jetzt geht's wieder. Wir standen hier, das Brahmin kam von dort und irgendwas hat uns geschubst. Und die Geräusche kamen aber von hier irgendwie. Ja, hier haben wir aber schon geguckt, hier ist nichts. Oder wir sind blind. Wir haben es nur nicht gesehen bisher. Hört sich ein bisschen an wie ein kleines Pferd, ein Pony vielleicht. Ja, vielleicht ein Pony.
Sogar Raketenwerfer sind angesprungen. Ja, also ich befürchte, wir werden es nicht finden in dieser Folge. Die Folge ist nämlich schon vorbei, liebe Welt da draußen. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für euer Zauberwort. Nein, für unser Zauberwort. Nein, für euer Zusehen. So wollte ich sagen. Und für eure Kommentare. Denkt an das Zauberwort und für eure Likes. Auch dafür lieben Dank. Daumen hoch für euch. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.